Guten Tag, schön, dass Sie heute hier beim Webinar der Firma KNF Neuberger Business Unit Lab dabei sind. Ich möchte Ihnen heute die Vakuumpumpe vorstellen und warum die Pumpe als unterschätzte Komponente im Labor gilt. Dazu haben wir drei Blöcke vorbereitet: die Benutzerfreundlichkeit, die Kundenorientierung und unseren Fortschritt selbst. Beginnen möchte ich mit der Benutzerfreundlichkeit. Und im ersten Teil lernen Sie die neueste Generation der Vakuumpumpen von KNF kennen. Am Produkt selbst zeige ich Ihnen, dass Funktionalität, Design und Benutzerfreundlichkeit nicht im Widerspruch stehen muss. Im zweiten Block, dem größeren, werde ich Ihnen an drei exemplarischen Anwendungen verdeutlichen, wie die größten Herausforderungen im Laboralltag aussehen. Anschließend erfahren Sie, warum die Vakuumpumpe maßgeblich zu deren erfolgreicher und zielorientierter Bewältigung beiträgt. Im letzten Block, der Fortschritt, hier erhalten Sie einen Überblick über weitere Laboranwendungen und unser Portfolio. Darüber hinaus gebe ich Ihnen einen Ausblick über unsere zukünftige Weiterentwicklungen und unsere Vakuumsysteme. Im Block Benutzerfreundlichkeit ist das Ziel unserer Laborgeräte, die Herausforderung des Laboralltags durch einfaches Handling zu erleichtern. Ich habe Ihnen hier die N96 dabei, die eine sehr kleine Stellfläche hat, damit auch Platz auf dem Tisch sichert, leicht zu reinigende Oberfläche und eine intuitiv einstellbare und veränderbare Drehzahl mittels dieses Drehknopfes. Die zweite Pumpe, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die N28G. Auch sie zeichnet sich aus durch einen sehr geringen Platzbedarf, spart damit Platz auf dem Labortisch, hat durch den Handgriff die Möglichkeit, die Pumpe variabel aufzustellen, hat auch hier eine leicht zu reinigende geschlossene Oberfläche und einen Drehzahlregler, der mit drei Farben gekennzeichnet ist: Betrieb, Standby und Störung. Die dritte Pumpe ist die N840G, die eine deutlich höhere Förderleistung hat, aber nur minimal größer baut, die ebenfalls eine sehr kleine Stellfläche hat, dadurch Platz auf dem Labortisch spart, einen Handgriff, mit dem ich die Pumpe variabel aufstellen kann, genauso leicht zu reinigende und geschlossene Oberflächen hat und ebenfalls einen Drehzahlregler, der als Statusanzeige drei Farben aufweist: Blau, Grün und Rot für Betrieb, Standby und Störung. Im zweiten Block, dem wichtigeren Block, die Kundenorientierung, möchte ich Ihre Applikation, Ihren Laboralltag betrachten. Bei der Entwicklung intuitiver Laborgeräte konzentrieren wir uns auf die Herausforderungen des Laboralltags. Wir haben hier die Applikation Filtration ausgewählt. Hierbei ist wichtig, dass man versteht, dass unterschiedliche Medien zu filtrieren sind. Das kann wässrig sein, das kann viskos sein. Zudem ist die zunehmende Belastung des Filtermaterials, Papier oder andere Materialien, zu beachten. Auch die richtige Auswahl der Filtergröße, die Maschenweite, ist wichtig zu betrachten. Ein Medium kann aggressiv sein oder eben nicht aggressiv sein. Bei der Auswahl von Pumpen oder Schläuchen ist auch das ein Fokus. Zudem ist die richtige Anzahl der Filtertubes, der Filtertrichter, ebenfalls zu beachten. Für die Filtration ist unsere N96 eine perfekt geeignete Vakuumpumpe. Die Drehzahlregelung erlaubt einen variablen Einsatz je nach Anwendung, je nach Applikation und damit sehr gut geeignet. Die PTFE-beschichtete Membran, die wir hier verbauen, ermöglicht eine Reihe von Lösemitteln, die filtriert werden können. Der spannungsunabhängige Motor ist durch ein kompaktes, geschlossenes Gehäuse geschützt und ermöglicht weltweiten Einsatz. Die Membrantechnologie, wir nennen das Zonenmembrantechnologie, ermöglicht ein schnelles Erreichen des Endvakuums und vor allen Dingen auch im tiefen Endvakuum noch einen sehr guten Flow. Die austauschbare Steckerlösung, die wir
in der Lieferung mit anbieten, ist dadurch auch natürlich vollkommen länderunabhängig. Jede Membranpumpe, auch diese, und das ist ein großer Vorteil, ist 100% ölfrei. Die zweite Applikation, die wir betrachten, ist der Verdampfer, der Roti. Folgende Herausforderungen sind zu beachten. Komponenten wie Wasserbad, Chiller, Verdampferkolben, Auffangkolben, Pumpe. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards, wir arbeiten hier mit Lösemitteln, oft genug mit sehr aggressiven Lösemitteln. Der mangelnde Arbeitsplatz, die Fläche, Roti baut oft sehr groß und dass die Temperatur im Wasserbad eingehalten wird. Für diese eben vorgestellte Applikation Roti ist unsere N820G perfekt geeignet. Die N820G hat einen spannungsunabhängigen Motor, ein kompaktes, geschlossenes Gehäuse und ist durch den spannungsunabhängigen Motor weltweit einsetzbar. Die farbige Anzeige, die wir vorhin mit Blau, Grün und Rot schon vorgestellt hatten, visualisiert den Status der Pumpe und damit auch einen sicheren Betrieb in der Applikation Verdampfung. Der einfache Anbau von Bauteilen wie Abscheider, Kondensator bietet höchste Flexibilität und lässt sich immer weiter auch ausbauen, sodass Sie immer das richtige System Pumpe auch haben. Die variable Drehzahlregelung, die der N820G bietet, kann an die Aufgabe der Applikation Roti angepasst werden, sodass das verdampfende Lösemittel, ob es ein tiefsiedendes oder ein hochsiedendes Lösemittel ist, perfekt angepasst werden, effizient und sicher. Die Pumpe N820G hat einen Voll-PTFE-Kopf und die Membran ist PTFE beschichtet. Damit haben wir die höchste chemische Beständigkeit, die möglich ist. Eine ATEX-Zertifizierung ist ebenfalls Bestandteil der Pumpe, allerdings nur Internal Atmosphere Only. Das heißt, die Pumpe kann nicht betrieben werden in einer Zone, einer ATEX-Zone. Ein wesentlicher Bestandteil der Pumpe N820G ist die patentierte Membrantechnologie. Darauf hat KNF ein Patent. Wir nennen das Zonenmembran, die in einem tiefen, nahe dem Endvakuum einen hohen Flow ermöglicht. Die dritte Applikation, die ich Ihnen zeigen und vorstellen möchte, ist der Vakuum-Trockenofen. Auch hier gibt es eine Reihe von Herausforderungen. Ich möchte Ihnen hier ein paar nennen. Die Pumpen und Systeme müssen kondensatverträglich sein. Lösemittel, die in einem Trockenschrank vorherrschen können, bedeuten, dass die Pumpe chemiefest sein muss. Eine Trocknung in einem Trockenofen von Lebensmitteln oder in der Biochemie bedeutet, dass eine schonende Trocknung auch durchgeführt werden muss. Bei unterschiedlichen Trocknungszyklen ist es wichtig, dass die Pumpe angesteuert werden kann, das heißt eine Schnittstelle hat. Und wenn man etwas trocknet, Feuchtigkeiten, Lösemittel, entstehen dadurch hohe Dampfmengen. Diese hohen Dampfmengen bedeuten dann natürlich auch, dass die Pumpe eine höhere Förderleistung auch hat. Für die Applikation Vakuumtrocknung ist unsere N840G, die etwas größer baut als die N820, aber eine deutlich höhere Förderleistung hat, perfekt geeignet. Auch hier ist eine variable Drehzahlregelung in Abhängigkeit an das zu trocknende Gut sehr, sehr wichtig, weil ich natürlich auch sanft mit Drehzahl auf sensible Medien im Trockenschrank reagieren kann. Auch hier, der Pumpenkopf ist aus einem vollen PTFE gefertigt und die Membran, diese Zonenmembran, ist ebenfalls PTFE beschichtet. Damit höchst effektiv, was die Aggressivität angeht. Der spannungsunabhängige Motor, der in einem kompakten, geschlossenen Gehäuse verbaut ist, ermöglicht einen weltweiten Einsatz und damit unabhängig, wo die Pumpe hin aufgestellt werden muss. Die farbige Anzeige visualisiert auch hier den Status der Pumpe in der Applikation und erhöht deutlich auch die Sicherheit der Applikation. Die ATEX-Zertifizierung, die bei der N820 ebenfalls vorhanden ist, ist hier ebenfalls inklusive. Auch hier bitte beachten, dass die Pumpe nicht in einer Zone, einer ATEX-Zone aufgestellt werden kann, sondern nur ATEX internal only. Die Zonenmembran
ermöglicht einen hohen Flow-Leistung, eine schnelle Förderung und im tiefen Endvakuum ebenfalls noch eine sehr, sehr gute Flow-Leistung. Das Gasballastventil, das an den beiden Pumpen N820 und N840 angebaut ist, ist in der Anwendung Vakuum-Trockenofen sehr wichtig, denn Feuchtigkeiten, die in der Pumpe auftauchen können, weil Dampf gefördert wird, sichern die Pumpe und schützen die Pumpe. Ich habe Ihnen jetzt sicherlich nur einen kleinen Einblick in unser Portfolio geben können. Ihr Laboralltag mit vielen Applikationen stellt natürlich sehr viel mehr Herausforderungen an Sie. Wir bieten Ihnen aber ein umfassendes Portfolio an Laborgeräten, die sich jederzeit auf genau diese Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und erweitern lassen. Und um das zu vervollständigen, zeige ich Ihnen hier nochmal die Applikationen, die es gibt. Exemplarisch hatte ich Ihnen drei Stück genannt. Das war die Filtration, der Roti und eben der Trockenschrank. Hier gibt es noch eine ganze Reihe mehr an Applikationen, die Sie alle kennen, die Sie in Ihrem Laboralltag nutzen. Hier haben wir einen Überblick noch über Laborgeräte von KNF Neuberger. Links oben sehen Sie, jetzt kommt der Bogen zum Roti auch wieder, dass wir selbst auch einen Verdampfer haben in unserem Portfolio, der sich mit einem Vakuumsystem und einem Chiller als Bundle, als Linie auch bei uns zu finden lässt. Rechts sehen wir die Pumpen, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Nochmal wiederholt, die N96, die N820G und die N840G. Links unten sehen Sie einen Controller, der als externer Controller für jede Pumpe verwendbar ist, auch für die, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Damit kann man regeln und punktgenau die Applikation bedienen. Rechts unten ein anderes Produkt, nämlich die Membranflüssigkeitspumpen. Da gibt es die Dosierpumpe und die Förderpumpe. Auch die beruhen auf der Membrantechnologie, aber komplett anderem Bereich. Hier habe ich diese Geräte nochmal aufgeführt als Liste. Und ein Ausblick, einen kleinen Vorhang, den ich öffnen will für Sie. Diese Pumpen N96, 820 und 840G schon gezeigt. Aber in näherer Zukunft werden wir genau diese Pumpen zu neuen Vakuumsystemen ausbauen und Ihnen dann möglicherweise in auch so einem Rahmen wieder vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken. Hoffentlich war Ihre Applikation dabei. Falls nicht, wir haben für Ihre Applikation Lösungen. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, dann können Sie das gerne über unsere Homepage oder über die E-Mail-Adresse, die hier genannt ist. Jedenfalls freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Macht es gut.